Hallo und herzlich willkommen hier zu Spiel beenden. Ich habe es jetzt sogar mal umgestellt, aber es will nicht. Also es gibt sehr interessante Bugs in diesem Spiel. Also damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Black Mesa. Und jetzt, wisst ihr, ich wollte eigentlich heute nur ein, zwei Folgen aufnehmen. Aber diese beschissenen Kolben haben mir einen massiven Strich durch die Rechnung gemacht. Weil ich zeige es euch mal kurz. Ich sprinte, weil ich hing da gerade eben 10 Minuten dran. Dann nochmal 10 Minuten Video gucken, also das werde ich nicht irgendwie wissen wollte, wie das geht. Also ich sag's euch mal kurz. So habe ich das Ganze gemacht, ne? Blub. Und da fehlt ja ein bisschen was, ne? Und ich bin halt mit diesem Sprungsystem in Half-Life. Damit komme ich nicht so vor und vor. Also, du musst eigentlich am Ende springen und ducken gleichzeitig. Dieses Springen und Ducken kenne ich, aber doch nicht in so was. So. Hopp. Dann sind wir durch. Und das kommt halt nicht in meinen Kopf. Und durch. Wisst ihr, ich saß eben eine Viertelstunde, eine 20 Minuten. Um mich dann tot zu ärgern, wieso die Scheiße nicht so richtig funktioniert. Ich könnte ja jetzt runterspringen, da ist eine Leiter. Das Lustige ist, ich wollte mich eben umbringen, weil ich wollte das halt auf Band haben. Dann habe ich halt die dumme Leiter getroffen, nicht den Boden. Wo sind wir denn hier? Hi. So mein Fließband. Blup. Jetzt habe ich leider nur noch Zeit für eine Folge, das ist es. Und da habe ich dann eben bei einem Wärtchen an den Herrn geguckt. Und der hatte 100. Da war ich total überrascht, der hatte 100 Energie, 100 AP. Aber ich müsste wohl eine Menge übersehen haben. Ah, 100 HP habe ich jetzt wenigstens auch wieder. Little bit confused. Oh, Headcrab. Tschüss, Headcrab. Ja, schön. Auch nicht. Ich hasse schon. Kommt man eigentlich, wenn man da runterfällt, kommt man nicht mehr wieder hoch, ne? Ui! Ich bin verwundert und erstaunt zugleich. Blub. Och nee. Och nee. Das abwechseln. Ja. Moment. Ja, ich bin Speicherfreund heute. Hier bei diesem Jump-Run-Scheiß bin ich jetzt der Speicherfanat. Der grün. Ist mir jetzt egal. Manuela. Den ganzen Mist. Nur um auf den Boden zu kommen. Boden der Tatsachen. Nee, da geht's nicht mehr. Lalalala. Nicht dein fucking Ernst, da kam ich doch gerade raus, oder? Oh, Munition. Nein! Verdammt! Wo geht's denn da lang? Curry Metal. War ich hier nicht eben schon? Ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Wo muss ich überhaupt hin? Erstmal neu. Nochmal HP nachtanken. Ich weiß, das wird mich hier nicht wieder voll machen, aber. Etwas wenigstens. Komm, gehen wir dann mal da runter. So, jetzt sind wir unten. Ich weiß nicht, ob ich hier lang sollte, aber egal. Nein. Nein. Ich bin auf dem Boden der Tatsachen angelangt.
Na toll, die ist abgeschlossen. Und hier so? Na? Lol. Wie hat mich das Ding noch erwischt? Ja, ja, was du alles detektest. Eine Waffe. Meine Waffe ist cooler als deine. Hat nichts bewacht. Wollte einfach nur nerven. Blödes Ding. Wo bin ich hier oben? Okay, also wenn ich runterfalle, komme ich wieder hoch. Aber wo muss ich denn hin? Ewig viele Fließbänder. Ich gucke mich nochmal unten ein bisschen um. Also ja, dadurch, dass da ja, der Weg jetzt hier hoch ist, würde ich wahrscheinlich schon sagen, dass ich da hätte nicht runterspringen sollen. Trotzdem können wir mal gucken. Vielleicht möchte eine Kiste mir irgendwas Tolles erklären. Die können nichts erklären. Mit denen kann ich mir auch nichts klären. Also, hier unten ist nichts. Das sieht alles nur schön aus. Gut, dann haben wir das auch gesehen. Jetzt laufe ich schön im Kreis. Dann haben wir das auch gesehen. So. Jetzt sind wir da oben. Und haben natürlich auch wieder keine Ahnung, wo wir hin müssen. Also, ich zumindest nicht. Ich weiß nur, hier sind Fließbänder und Fließbänder möchten benutzt werden. Ja. Das ist die Existenz. Das ist der Existenzgrund von Fließbändern. Sie möchten benutzt werden. So. Wisst ihr, ich habe ja schon lange nicht mehr gespeichert. Bayern, ich habe keinen Bock, nochmal irgendwo außen rum zu laufen. Und ab. Ich erspare euch nur Zeit. Also. Danke. Jetzt war ich die falsche Taste gedrückt, aber gut. Da können wir hier mal kurz durch. Puh, das ist anstrengend. So, Nein. Aua. Ich glaube, damit habe ich mir aber mehr Schaden. Habe ich mehr Schaden verhindert als. Ich genommen habe. Ach so, wir sind im Prinzip nur rübergekommen oder was? Wo muss ich denn lang? Da hinten ist Energie. Hopp. Da ist Munition. Wie gesagt, wenn ich hier speichere, möchte ich euch nur Zeit ersparen. Das ist jetzt. Ich habe keine Intention. Okay, ich sterbe sowieso auf der Höhe. Junge, du musst springen. Dann halt nicht. Irgendwelche Waffen. Komme ich da hoch? Ich weiß, da muss ich lang. Hopp. Ja, aber da hoch. Eigentlich gibt es irgendwas. So war das nicht gemeint. Ich bin immer noch da. Hopp. Boah! Ich will nicht meine Zahn! Das letzte Versuch. Oh. Dann halt nicht! Leck mich! Blödes Drecksding. Hm? Hallo! Das ist doch nicht dein Ernst. Warte mal. Kann ich das aufheben? Da war ich zu nah dran. Ich wusste es auch immer, ich bin viel zu nah am Geschehen.
Also so habe ich mich eben auch gefühlt in der, ich muss mich jetzt hier ein bisschen anlaufen. Es will nicht. Ich werde hier eh noch ein paar Mal sterben. Naja. Hä? Ich nehme einen Fass. Nö. Stirb Fass. Boom. Danke. Vor allem das Fass interessiert sich nicht dafür. Ich werde durch die halbe Map geschleudert. Lalala. Oh, fuck. Oh. Gut, das ist jetzt nicht so mein. Das war geplant. Cool. Mach mal zu. Achso. Hätte ich da noch weiter können, wahrscheinlich. Na verdammt, schade. Wenn ich jetzt wieder den ganzen Weg außen rumlaufen muss, um da hochzukommen, dann schrei ich. Nee, das war anders. Gut. Wo bin ich? Schön, dass ich hier bin. Vielen Dank, aber wie komme ich jetzt weiter? Leck mich. Alter! Da laufe ich einmal außen rum. Da, nee, das Blöde ist, ich komme hier kaum. Hi! Back again! Oben drauf komme ich dann nicht, oder? Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich muss ja irgendwie da drauf. Vielleicht von dahin springen? Das bringe ich nicht um. Okay. Hier wird gespeichert. Dieser Erfolg muss gefeiert werden. Ich würde jetzt schreien, wenn. Ja, doch, das Ding hatte ich nachgeladen. Jetzt wieder an der Fass. Alles gut. Fass Nummer 1. Fass Nummer 2. Ich nehme alle Fässer mit. Alle guten Dinge sind frei. Und so. Boom. Das hat sogar ein Fass runtergeschleudert. Bob. Wäre lustig, wenn wir das Ding da kaputt machen können. Ist ja nicht auf Fässer ausgelegt. Wupp. Überhaupt nicht hoch. Muss ich wahrscheinlich dahin. Okay, gut. Speichern nochmal. Auch wenn ich das Medipack da jetzt nicht kriege. Uiuiui. Wie soll ich denn da hinkommen? Hier geht's nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Ich muss da unten lang. Wieso bin ich eigentlich so blöd? Geile Tür. Aber wo geht's denn? Hä? Das Spiel verwirrt mich. Dieses Spiel ist so verwirrend. Ich weiß nicht, wo lang. Kleiner und verwirrt. Weil wir können ja nochmal zurückgehen. Hier. Die beiden Türen sind zu. Ja, tauch auf. Bewegen Sie sich. Und auf der. Die Bänder fahren halt alle falsch. Ah ne, hier unten ist das auf der, genau invertiert. So oben fahren die, wenn die richtig. Ist jetzt nicht dein fucking Ernst.
Ich hasse dieses Spiel. Habe ich das schon mal erwähnt? Also wenn ich hier unten bin... Wie gesagt, wenn ich das privat spielen würde, würde ich das wahrscheinlich nicht so machen. Ich habe ja keinen Bock, dass ihr die ganze Zeit denselben Mist seht, ne? So. So. Hopp. So. Jetzt geht's weiter. Ich hoffe, das ist richtig. Da geht's aua! Ich habe schon sowas erwartet. Warte mal, letzte Sekunde. Jetzt hier weiter. Speichern wir. Ich hätte fast wieder die falsche Taste gedrückt. Oh ne, jetzt ist es wieder grün! Kann das sein, dass die Viecher von radioaktiver Pampe angezogen werden? Da fällt Munition runter! Welcher Sadist kam auf die Idee, da Munition runterzuwerfen? Ich spring trotzdem nicht ins radioaktive Kramszeug. Ich doch komme ich auch nicht mehr raus. Ah, Waffen, Munition. Oder? Habe ich eine. Ja. Habe nur Munition bekommen. Gib mir her. Okay, gut. Wenn ich jetzt wieder da irgendwo rauskomme, dann schreit er nicht. Da hat sich am Spieß geschrien, dass der Spieß ist doch nicht, sich noch wünscht, niemals beschrien zu werden. Ladedaten. Ich bin ein bisschen neidisch auf das Video, was ich gesehen habe mit 100. Komm raus. Das war knapp. Weil die sind aber sehr schnell wach geworden, muss ich sagen. Kleine Viecherchen. Okay. Was? Also autorisiertes Personal only. Ich bin autorisiert. Meine Brechstange hat mich dazu autorisiert. Ja, die kann reden. Ich habe gesagt, no name, du darfst da lang. Sind wir jetzt im Lambda-Komplex? Sieht mir so nämlich so ein bisschen heraus. Kann ich da rein? Hallo? Nein, ihr seid doch kacke. Fragwürdige Ethik. Hier sieht mir alles viel zu intakt aus. Blubbel? Okay. Ist auch viel futuristischer als im restlichen Komplex. Man hat hier irgendwas untersucht. Wollen wir wissen, was es ist? Hi. Wir sind trotzdem auch irgendwas kaputt gegangen zu sein. Gas. Fire Control. Electric. Sollen wir es mal ausprobieren? Mal gucken, wer. Fire, Electric. Können wir den irgendwie töten? Ja. Okay, wir bringen es um. Was hatten wir denn danach? Strom, ne?
Da. Okay, wer konnte uns entscheiden? Elektrisch, Feuer oder Gas? Hm? Ich weiß jetzt nicht, welche da am besten gewesen wäre. Hm, hm, hm. Plopp. Bis darauf, dass das Tor ein bisschen kaputt ist, sieht es aber noch relativ in Ordnung aus alles. Containment Lockdown. Okay. Yep. Hä? Launch. Ah. Push on fire. Hä? Was ist kaputt? Was ist kaputt? Das finde ich nicht gut. Ach, die Viecher, ja, jetzt die. Geht's da weiter? Nee, genau, hier ging's nicht weiter. Mann, jetzt wird's gerade so interessant und ich kann nicht weiter aufnehmen. Das Tor ist eher im Marsch. Ist so viel kaputt. Ich guck erstmal doof. Hallo. Ich glaube, mein Handy hat mal eben gehört. Ne? Ne? Man hört, das Blöde ist, dadurch, dass das, ich das Spiel halt an vielen Stellen runterregeln muss, hört man meine Maus klicken. Und alles andere auch. Naja, das Los eines guten Mikros, ne? Oh! Was? Mit der Waffe wieder. Man kriegt langsam. Aber trotzdem noch ein bisschen, bis ich wieder volle Sachen habe, ey. Hallo? Kann ich dich umbringen? Ich würde dich gerne erlösen. Das sind ja nur Tiere. Also in dem Sinne von. Nicht sind ja nur Tiere, sondern es sind ja nur Tiere in dem Sinne, sie sind ja nicht sonderlich aggressiv. Die machen dich ja nicht per Absicht, außer. Oh, hallo? Release Door. Sondern, die können ja nichts dafür. Ich komm raus. Ja, der G-Man ist schon wieder weg. Ich würde es ja eigentlich persönlich. Das guckt sich jetzt erst immer um. Da ist es verbrannt. Ich glaube, wenn das hier ausgelöst worden wäre, das Experiment mit den ganzen Viechern, dann wäre ich euch weiter besser unter Kontrolle bekommen. Mann, ich will hier nicht aufhören. Ja, die gehen ihrem natürlichen Trieb nach, da kann man ja. Ich meine, den Wolf sollte ich ja auch nicht provozieren oder angreifen, nur weil er Fleisch frisst. Auf dem Klosett gestorben. Das ist bitter. Und hier im Pissoir. Eine war. Ja. Hä? Ist hier. Man, ja, man. Und auf. Ja, da kann der nicht rein. Hier geht's weiter, ne? Hallo. Ich glaube, also hier mache ich Pause und das hier spare ich euch mal, wie ich hier mich wieder zu Tode saufe. Naja, damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl, bleibt mir treu. Wiedersehen. Ciao.